Herzlich willkommen zu diesem Video, bei welchem es um Probleme geht, welchen oft im Umgang mit einem französischen Ventil, welches auch Sklaverant-Ventil genannt wird, geht. Interessanter als Probleme sind jedoch Lösungen und deswegen los geht's! Das Aufpumpen geht nur sehr schwer. Wer sich an die Anleitung zum Aufpumpen hält, siehe das Video zum einfachen Aufpumpen des französischen Ventils, sollte in Zukunft kaum noch Probleme damit haben. Meiste Fehlerursache ist hier ein zu wenig aufgedrehtes Ventil bzw. genauer gesagt Rändelmutter oder aber dass die Pumpe nicht richtig auf dem Ventil sitzt. Am besten immer die Pumpe mit beiden Händen aufs Ventil drücken und dabei darauf achten, dass die Pumpe gerade sitzt. Der Fixierhebel sorgt dafür, dass auch beim Pumpen selbst nichts passiert. Das Ventil ist verbogen. Um ein Verbiegen des Ventils zu verhindern, reicht meist schon ein bewusst gerades Aufsetzen und festes Fixieren der Pumpe auf dem Ventil. Beim Pumpen selbst nicht zu stark hin und her wackeln oder eventuell mit der einen Hand den Pumpkopf gerade halten. Will die Luft lieber raus als rein, so ist meist die Rändelmutter schuld. Oder aber die Pumpe sitzt nicht richtig. Dann die Rändelmutter einfach ein wenig weiter aufdrehen oder die Pumpe nochmals sauber und fest ansetzen. Will partout keine Luft im Reifen, so ist die Rändelmutter wahrscheinlich noch zu weit geschlossen, sodass die Dichtung dafür sorgt, dass keine Luft reinkommt. Einfach nochmal die Pumpe absetzen und die Mutter bis zum Anschlag aufdrehen. Die Fahrradpumpe kann mit dem Ventil nicht umgehen. Manche alten Fahrradpumpen, besonders der einfache, haben keine Vorrichtung für das französische Ventil oder aber lassen sich nur schwer zum Pumpen nutzen. Für rund 20 bis 25 Euro gibt es sehr hochwertige Pumpen, die obendrein sogar noch den Luftdruck anzeigen. Gerade Handpumpen sind sehr praktisch, da sie leicht mitnehmbar sind. Spannpumpen sind wenig mobil, erfordern aber weniger Anstrengung beim Pumpen. An Siderädern finden sich oft schon Fahrradpumpen, welche aber mehr dekorativ sind als wirklich nützlich. Fast jede heutige Fahrradpumpe lässt sich für alle drei in Deutschland gängigen Ventile nutzen. Über ein Umdrehen des Ventilansatzes lässt sich die Pumpe für das jeweilige Ventil anpassen. Der kleinere Einsatz geht für französische oder Fahrradventile, der größere für Autoventile. Wer oft alle drei Ventile mit Luft befüllen muss, greift am besten zu einer Pumpe mit zweifachem Kopf. Es lässt sich nicht an der Tankstelle aufpumpen. Dieses Problem lässt sich für rund 1,50 Euro lösen. Ein Adapter ermöglicht die Benutzung einer Pumpe für Autoventile an einem französischen oder Fahrradventil. Aber Achtung, am Rennrad reicht der Druck, welchen die Kompressoren zur Verfügung stellen, können fast nie aus. Am Mountainbike ist das Aufpumpen in der Regel kein Problem, allerdings unbedingt auf den richtigen Druck achten. Dieser ist bei jedem Reifen auf der Reifenflanke angegeben. Wenn Sie immer noch Probleme mit dem französischen Ventil haben oder aber noch offene Fragen, so lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Hat Ihnen das Video geholfen, so freuen wir uns über einen Daumen hoch und natürlich ein Abo unseres Kanals. Bis dahin, gute Fahrt und keinen Blatten.